Krieg herrscht hier in der Galaxie WB01, hier in Stellaris, bei unserem Community Event. Mein Name ist Skydiver, ich bin Moderator im Community Forum von Writing Bull. An meiner Seite ist Arun, grüß dich. Hallo, meine Freunde, und willkommen zum vermutlich letzten Part von Stellaris MP Event in der Galaxie WB01. Und wir erleben etwas Wundervolles. Der Osten fällt dem Süden in den Rücken. Der Osten nutzt die Gelegenheit aus, dass der Süden seine gesamten oder Vielzahl seiner Schlachtschiffe gegen den Norden in Position bringt und auch dort schon gut wütet. Ja, wir haben ja gesehen, der Westen führt gegen den Norden Krieg. Kam nicht so ganz damit klar. Der Norden hat sehr viele Planeten gerade bei Ostning in Beschlag genommen, inklusive seines Heimatsystems. Und dann kam der Süden und die Waage hat sich in die andere Richtung geneigt. Man konnte den Norden vertreiben. Und dann auf einmal, ganz abseits, also praktisch auf der anderen Seite der Galaxie im Südosten, da hat der Ostblock sich gedacht, okay, das nutzen wir aus, jetzt oder nie. Wir, die ganze Zeit trampeln der Norden und der Süden auf uns herum und jetzt sind wir mal diejenigen, die da zurückschlagen, obwohl es Pazifisten sind. Ich muss auch dazu sagen, das ist der Ostblock der Spieler, nicht der Ostblock der KI, also das Reich der Giska und die Kinder der Yiki, die ja auch Ostblock heißen, sind nicht im Krieg involviert. Und wir sind mal gespannt, wie jetzt der Ostblock hier ein Planet nach dem anderen eventuell dann einnehmen wird. Es geht hier tatsächlich auch schon los, also in Akulum, dem äußersten Arm des venatorischen Kollektivs, hat schon Gonko einen Planeten eingenommen. Oh, die Sternenallianz der Fox schickt hier auch schon Transportflotten in die Systeme von Kadros. Also der Osten wirft jetzt alles, was er kann, in den Krieg, um hier mal Stunk zu machen. Und ich sehe von der Südmacht sehe ich hier tatsächlich nur eine 1200er Flotte der Koa-Hierarchie rumkreuzen. Teilweise sind die auch schon sehr weit fortgeschritten. Guck mal ins RIAC-System. Dort ist der Player vom Ostblock mit einer fast 13.000er Flotte und räumt hier die Fabriken von den Planeten weg. Ich spring mal rein. Ja, hier ist er. Hat gerade eine Bergbaustation zerstört und geht jetzt wieder an den Rand der Galaxie bzw. des Systems. Da ist wahrscheinlich weiter für Chaos sorgen. Da ist ein ganz seltener Motorrad gerade an uns vorbeigeflogen. Oh, was ist... Moment. Das war ein etwas Gag, Merkwürdiges. Weil hier gerade ein Motorrad an meinem Fenster vorbeigeflogen ist. Nein, hier ist gerade... Das meine ich damit nicht. Hier ist gerade etwas anderes passiert. Wir haben hier ein Katualon. Ist jetzt Mitglied der Allianz die Antwort auf die große Frage. Ah, der Süden hat sich umbenannt. Achso, oh, ja, okay, guten Morgen. Heute ist nicht dein Abend, hä? Okay, stimmt, ja, ich hätte damit rechnen müssen, dass einmal am Tag ändern die tatsächlich ihren Namen. Das. Oh, da kommt schon eine Transportflotte. In Rimdur. Da ist Konko vom Ostblock. Und irgendwo habe ich jetzt auch... Da, genau, da hat Konko auch schon eine Transportflotte stehen. Und fliegt jetzt auf Rimdur Prime, genau so heißt der. Ein Mond. Ein kolonisierter Mond, recht klein, unbedeutend eigentlich. Viel Nahrung, etwas Forschung, ein paar Mineralien. Man fängt klein an. Aber okay, ich denke mal, die Masse macht's, dass die einfach so schnell wie möglich so viele Planeten wie möglich erobern wollen, den Worsker hochzutreiben. Und jetzt ist natürlich die Frage, genau, was tut der Süden? Wie entwickelt sich jetzt der Krieg gegen den Norden? Also was für Einfluss wird das haben? Ich meine, gerade haben sie den Norden effektiv zurückgeschlagen. Der Westen konnte hier, gerade Ostning, der hat jetzt, weil ich das überfliegen kann, alle seine Planeten wieder.
Und ich schaue mal auf den Warscore. Von der Westmacht nur noch 27 Kriegspunkte für den Norden. Das waren vorher mal paar 60. Kann man das sehen? Daraus gelernt, wenn Pazifisten am Ende des Krieges dann Präsident sind der Föderation, Leiter der Föderation, ja, dann. Auch bei der Sternallianz der Fox, die haben da auch noch einen lila Fleck von Venatorischem Kollektiv. 23, da sind sie auch gerade mit einer Flotte. Da ist Lotuk vom Ostblock mit einer Flotte. Im System Bintu. Praktisch dieser lila Fleck in der Sternallianz der Fox. Und kämpfen gerade gegen 23, ein Forschungsschiff. Aber ich glaube, die haben es auf dem Planeten Bintu abgesehen. Ach, stimmt. Wurmloch. So, jetzt dreh. Nein, du kannst nur von einer Wurmlochstation aus in einer gewissen Reichweite, das ist oder einen gewissen Radius, fliegen oder von einem System, was keine Wurmlochstation hat, zu einer nahegelegenen Wurmlochstation springen. Die Wurmlochstation, also wenn da jetzt keine Wurmlochstation drin ist von 23, glaube ich. Genau. Genau. Es sei denn vom Sinnbringer aus. Nee, das würde nicht klappen. Der kann keine fremde Wurmlochstation. Ja. Und ich habe gerade zu meiner Freude festgestellt, dass man meine wunderbaren Auslassungen gar nicht hören konnte. In den letzten paar Minuten. Mal wieder. Wir kennen das Problem. Hattest du dein Mikro Ja, ich deaktiviert? hatte es gemutet. Aber ihr habt ja gehört, was mein lieber Kollege Sky gesagt hat. Und im Endeffekt ist das ja das, was man wissen muss. Osten gegen Süden. Und sie haben da oben diese kleine Enklave der Venatori halt abgeschnitten. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Jetzt haben sie hier in Rimdur auch den Planeten eingenommen. Oh.
wenn wir gerade mal in den Norden gehen, da hat der gute Prius hat von Whistler einen Planeten besetzt im Gemma-System. Oh ja, ich sehe es. Da kommt also der Rückschlag sozusagen. Ja. Jetzt drehen die den Spieß komplett um. Ja, also ich denke mal, der Norden wird jetzt keine Chance mehr haben. Und es sei denn, sie jetzt aber auch schon wieder ab. Also nachdem sie ihm hier... Ich suche gerade mal vom Norden her die großen Flotten, wo auch immer die sich gerade rumtreiben. Ah, ich erkenne es. Okay, ja, ja. Gemma Prime, genau. Eine arktische Welt. Und Turanis bombardiert gerade in Antares, den Antares Prime Planeten. Antares. Dem gehört Whistler, also die wollen ihm jetzt hier seine Planeten wegnehmen. Antares liegt etwas südöstlich von Gemma. Ich hab's gefunden. Und jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Der Süden hat gerade Saramore, so heißt das System, einen Planeten besetzt. Also auch der Süden bleibt hier oben aktiv. Und ja, ich will nicht sagen, ich ignoriere den Ostblock, aber sie wenden sich nicht komplett ab vom Norden. Ich denke mir, sie werden verhindern, dass der Osten allzu Schlimmes tut, aber ich vermute, sie können eher damit leben, mit dem vom Osten ein bisschen was abgenommen zu kriegen, was sie sich später dann wiederholen können, als damit zu leben, dass sie jetzt halt sich zurückziehen und der Norden dann das Ding noch umdrehen kann. Ja. Ich meine, wenn der Krieg gegen den Norden beendet ist, Frieden herrscht 10 Jahre, dann kann der Süden gemeinsam mit den Westen, wenn es denn nötig wäre, den Osten zurückdrängen. Ja. Insofern ist das hier auf jeden Fall die klügere Idee. Zu sagen, man bleibt an der Front, weil es dauert eh ewig, bis man auf der anderen Seite ist. Und wenn wir uns mal angucken, der Ostblock, wie da im Moment der Warscore ist, das ist 49. Wenn die jetzt losziehen, könnte es sogar sein, dass der Warscore, bis sie dort sind, fast durch ist und sie nicht mehr rechtzeitig es verhindern können. Und dann sollten sie lieber an der Front bleiben und den Norden aufhalten, geschweige denn sich aus dem Norden ein Stück rausbeißen. Weil dann nimmt sich das am Ende ja nicht viel. Schwierige Entscheidung. Auf jeden Fall wird es für uns jetzt auch schwierig, das Ganze hier im Überblick zu behalten. Deswegen schon mal eine Entschuldigung voraus, falls wir wieder irgendwas nicht sehen, was wir erst danach kommentieren. Weil jede Schlacht hier einmal komplett auf der anderen Seite der Galaxie hier quasi bei verschiedene Kriege toben. 22 Uhr, 10 Minuten, yep. Dann lohnt sich kein Restart. Reconnect, okay. Doch, sonst nicht. Oh. Ja. Was passiert hier? Kadros lässt sich trennen, Burning Teddy auch. Die versuchen ein Reconnect. Wenn es nicht besser wird, haben wir ein Problem. Wenn es nicht besser wird, müssen wir diese Runde halt vorzeitig abbrechen. So einfach ist es. Leider ja, aus performance-technischen Gründen, was vom Spiel her ausgeht. Also wahrscheinlich liegt es einfach an den großen Flottenbewegungen. Wir haben ja gesehen, es sind 30.000er oder mehr Flottenstärke, große Pötte, die hier durch die Gegend geflogen werden. Und wir haben hier 20 Spieler, also uns mitgerechnet, uns Zuschauer, haben wir hier 20 Leute, wo das Spiel, wo von den Server praktisch die Informationen ausgegeben werden, wenn irgendwo sich auch nur ein kleines Schiffchen bewegt von A nach B. Ja, und das ist schon eine immense Informationsmasse, die hier verarbeitet werden muss. Und wenn man dann noch einen nicht ganz so tollen Rechner oder eine eher langsamere Internetverbindung hat, dann kommt das noch hinzu und dann gibt es hier so ein paar Desync-Probleme. Man darf halt auch nicht vergessen, dass erstens, wie viele Spieler hieran noch beteiligt sind, wie viele KIs jetzt inzwischen beteiligt sind, wie groß die Flotten werden. Erfahrungsgemäß, selbst bei einem Singleplayer-Spiel, setzt irgendwann das Problem ein, dass alles zu stocken beginnt. Und jetzt hier haben wir sogar ein Multiplayer-Spiel und auch der liebe General hat keinen Superrechner. Und man darf nicht vergessen, dass wir als Beobachter auch viel fressen an Performance,
weil wir ja im Vergleich zu anderen einen viel umfassenderen Überblick über alles bekommen. Wir bekommen zwar nicht so viele Detailinformationen, dafür sehr Breitband. Und das zieht natürlich alles an der Leistung. Nicht zuletzt ist das auch einer der Gründe, warum es wahrscheinlich besser ist, dass wir ab der nächsten Woche gar nicht mehr aufnehmen. Genau, damit die Leute eine etwas bessere Performance haben. Damit wir als Beobachter, als Performancefresser schon mal rausfallen und es den anderen dann halt offen steht, wie sie jetzt mit diesem Spiel verfahren wollen. Denn man sollte direkt dazu sagen, für alle Zuschauer, die jetzt gerade zuhören, dieses Spiel wird vermutlich nicht danach beendet. Also nur weil wir die nicht mehr weiter aufnehmen, heißt das nicht, dass dieses Spiel beendet wird. Und es wird im Forum weiterhin community.writingbull.de Berichte hierüber geben. Wir haben einige Teilnehmer an diesen Runden, die sehr fleißig und sehr schön Berichte darüber schreiben, was hier in der Galaxie passiert. Das kann man also durchaus weiter verfolgen, wenn das Spiel dann nächste Woche, übernächste Woche und so weiter fortgeführt werden wird. Genau, und wenn ihr Lust habt, eventuell da mitzuwirken, also wir sehen es hier, wir haben immer mal wieder Vertretungsfälle, registriert euch einfach mal im Forum, verfolgt da den Faden weiterhin und wenn dann einer schreibt, ach, ich kann leider nicht teilnehmen, und wenn ihr wollt, bietet euch an als Vertretung und dann könnt ihr da vielleicht mal die eine oder andere Partie einfach mal mitspielen. Genau. Und das hier ist ja auch wie immer nicht das letzte Event, das wir bringen. Es wird vielleicht nochmal eins geben, wir werden sehen. Und wir bringen ja auch zu anderen Spielen reichlich Events. Haben ja zum Beispiel zurzeit eine große Eventkette zu Civ 5 laufen und Vorbereitung auf Civ 6. Also es gibt auf jeden Fall immer genug zu sehen, sowohl im Forum als auch auf WBs YouTube-Kanal. Da kann man sich immer gut die Zeit mit vertreiben oder sich neue Spiele angucken. Oder einfach Mitspieler finden für Multiplayer-Spiele auf strategischer Ebene aller Art. Wollt ihr eine Runde Europa Universalis spielen? Wollt ihr eine Runde Crusader Kings spielen? Wollt ihr eine Runde Hearts of Iron spielen? Wir haben ja einen TeamSpeak-Server, der steht für alle User des Forums zur Verfügung. Da könnt ihr miteinander quatschen und zocken. Also auch das Angebot können wir euch hier anbieten. Ich sehe gerade, es geht weiter hier. Noch die letzten 5 Minuten, der Countdown läuft. Ich würde sagen, Orun, wollen wir ein kleines Resümee ziehen, was hier passiert ist? Ich würde fast sagen, verkünde mal, spätestens 5 nach 10 ist Ende, weil jetzt kommt nämlich gerade die Frage auf. Wir haben jetzt 5 vor. 10 Minuten wäre so das Äußerste, was bei mir halt noch möglich ist. Also sagst du einfach, bis maximal 22.05 spielen wir. Ungeschehen. So, und scheinbar werden wir aber so weit gar nicht kommen, weil der D-Sync hat direkt wieder zugeschlagen. Und ich würde sagen, wir ziehen hier schon mal unser Resümee für den Fall, dass wir danach noch ein paar Minuten... Genau, okay, wir haben es hier amtlich. General sagt, wir machen jetzt Schluss. Der D-Sync destabilisiert das Spiel. Wir machen an der Stelle jetzt noch ein Resümee. Kleines, genau. Schreib's nochmal rein. Sie sollen das Spiel für ein paar Minuten noch stabil halten. Wenigstens im angehaltenen Modus. Wir machen noch ein Resümee und beenden dann unseren Part. So. Moment. Also er soll es ruhig angehalten lassen, aber er soll es noch ein paar Minuten offen lassen, bis wir ihm das okay geben, dass wir raus sind. Damit jetzt hier nicht gleich alles kollabiert, während wir unser Resümee ziehen. So. Okay. Dann würde ich sagen, hättest jetzt auch noch dazu schreiben können, dass, aber egal. So. Wir ziehen unser Resümee. Also ich würde ja sagen, wir haben ja jetzt, das ist glaube ich schon der 7. Abend und welcher Part, ich glaube wir müssten jetzt bei 22 sein oder 21 und kommt hin. Wir haben hier eine ganze Menge gesehen vom Heranwachsen der einzelnen Reiche bis zum
verschlingt werden. Also wir hatten ja, um das mal ganz kurz aufzuzeigen, wir hatten ja hier zu Beginn auch zwei KIs, die sich hier auch ausgebreitet haben, etwa hier und hier. Einmal die WB-Community, die war hier, und einmal weiter südlich eine KI, die wir als Stellvertreter für einen zukünftigen Spieler etabliert hatten, beziehungsweise General. Die sind natürlich inzwischen längst verschwunden und sind unter anderem von Tumlu unterworfen worden. Wir hatten hier drüben bei der Prius-Singularität mal die sogenannten Funktionen, wo das Heimatsystem auch tatsächlich noch so heißt. Die hat Prius aufgrund eines Missverständnisses sich einverleibt. Und es ist halt nicht das erste, nicht das letzte Mal. Wir haben oft erlebt, dass hier Reiche aus dem Nichts aufgetaucht sind, dass eine KI die übernommen hat, dass sich Leute abgespalten haben und übernommen wurden. Wir haben ja sogar jetzt vor ein paar Parts erleben dürfen, wie ein gefallenes Reich von West und Süd zusammen unterworfen wurde. Also wir haben hier viel Aufsteigen und auch viel Fallen gesehen. Ja. Und wenn das Spiel jetzt weitergeht, ziehe ich im Moment mein Resümee, bleibt es bei dieser Konstellation, glaube ich, dass Süden und Westen gemeinsam sehr stark werden könnten und nach den Rest zurückdrängen. Ja, da aus dem Grund, dass der Norden sich nicht mit dem Osten verbündet, allein schon aus der Vergangenheit her, also politische Gründe, weil die waren ebenfalls schon mal im Krieg gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der Süden schon mal gegen den Westen Krieg geführt hat. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Daher, die haben sich von vornherein, ich sag mal, gut verstanden, geteamt und haben jetzt praktisch in den letzten vier Parts, haben die gemeinsam den Norden aufgerieben. Und ich glaube auch, der Osten wird nicht die Power haben, wenn zwar den Süden etwas ärgern können, aber die Retourkutsche wird kommen, also das Echo wird lauter sein vom Süden her und werden sich alles wieder zurückerobern, plus noch ein bisschen mehr. Und auch der Norden, weiß nicht, ob er sich nochmal reformieren kann, ob er gegen den Westen bestehen kann. Ich vermute mal nicht. Also der Westen, die West-Süd-Koalition, so nenne ich es jetzt einfach mal, sind für mich so ja auf militärischer Sicht die Sieger. Allerdings auch wirklich nur, dass sie sich politisch zusammengerottet haben. Ich finde, die Nordgalaktische Allianz hat taktisch hat eigentlich am besten taktiert. Also im 1 gegen 1 waren sie fast schon unschlagbar. Der Osten, ja, unsere Pazifisten, klar, darf man natürlich nicht viel Militaristisches erwarten, haben ihren Job gut gemacht, auch vom Roleplay her und waren halt. Teilweise der Norden hat gegen sie Krieg geführt, der Süden hat gegen sie Krieg geführt, gerade auch, weil das Reich der Giska, was immer noch besteht, war ja auch Mitglied vom alten Ostblock, also von dem Spieler-Ostblock. Und das war halt immer ein permanenter Kriegsgrund für den Süden, damit diese abgespaltenen Reiche des Ostblocks in den Süden einfallen, die Systeme. Die zwei übrig gebliebenen gefallenen Reiche hier, die haben überhaupt nicht ins Spiel eingegriffen. Ich glaube, eins von denen war Beschützer. Ne? Die Tebran Guardians haben gar nicht eingegriffen. Das ist so eine Art Beschützerfraktion. Aber der Kartaknor Suggestor State hat nach der Umstellung auf 1.2 sehr viele Systeme von General entvölkern lassen. Ja, okay. Also insofern ist das ein Eingriff in die Spielerei, in die Spielmechanik, in das Spiel. Man muss halt hier wirklich die Leute hier wird immer noch fröhlich hin und her gejoint. Man muss halt auf jeden Fall die Leute hervorheben, die hier wirklich großartige Reiche hochgezogen haben. Natürlich 23 mit den Venatori, Prius mit seiner Prius-Singularität, Whistler mit seinem recht großen Reich und mit dem Reich, das eigentlich die einzige Front gegen den Westen bietet, was auch definitiv nicht leicht sein kann. Und auch viele der anderen. Also eigentlich hat jeder hier seinen Job sehr gut gemacht. Und du hast schon mal hervorgehoben, Kadros für seine Leistung quasi aus diesen zwei
Kolonien und der Tatsache, dass er ein Vasall war, doch so weit aufgestiegen zu sein. Aber im Grunde möchte ich eigentlich echt betonen, hier hat jeder einen guten Job gemacht. Es gibt Leute, die sind eher im Hintergrund geblieben. Es gibt Leute, die sind sehr aggressiv gewesen. Aber insgesamt hat hier jeder eigentlich einen guten Job gemacht und gut gespielt. Ja. Auch wenn man sich natürlich immer über das diplomatische und militärische Vorgehen prinzipiell streiten kann. Und es natürlich schade war, dass sich so früh vier große Blöcke gebildet haben und nicht mehr kleine Kriege stattgefunden haben, die das Spiel angereichert hätten. Das hat es für uns etwas einfacher gemacht, wenn da mal zwei große Fraktionen gegeneinander Krieg geführt haben. Wir hatten eine Front, die wir beobachten konnten, und somit habt ihr dann am meisten von gesehen. Man hat schon gemerkt, jetzt die zwei Kriege, Nord gegen West und Süd gegen Ost, es war schon schwierig, da alles in einen Blick zu haben. Und generell ist halt auch wirklich für uns schwer zu sehen. Also wenn irgendwo was gezielt in einem System los ist, das sieht man halt leider auf der großen Karte nicht verglichen. Jetzt zum Beispiel mit Civilization, wo du halt eine Karte hast, wo sich auch alles abspielt, wo du die Truppen siehst und hier bei Stellaris praktisch schon den interstellaren Raum beobachten kannst. Und es gibt so viele Systeme mit so vielen Schiffs-Icons drin, wo man, wenn man die wirklich alle mal durchgehen wollte, da ist man schon eine Viertelstunde beschäftigt, um nur zu gucken, ob da überhaupt was los ist. Somit muss man wirklich teilweise nur raten. Es ist ein kleines Glücksspiel, dass man halt gerade das System erwischt, wo dann was los ist. Und somit konnten wir wirklich nicht komplett alles zeigen, aber das ist, denke ich mal, verständlich. Ja. Und auch wenn wir leider dann jetzt, wie in diesem Fall, das Ende des Krieges zwischen Ost und Süd, beziehungsweise West, Süd und Nord, nicht mehr zeigen können. Naja, wie gesagt, schaut ins Forum, die Leute werden mit Sicherheit davon berichten, wie es ausgegangen ist. Und ich würde sagen, es war ein schöner Weg bis hierher und es hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Genau, ich kann es nur wiedergeben. Vielen Dank, Oron. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, auch mit dir zusammen zu kommentieren. Warst ein sehr, sehr guter Kameramann. Ich schaue mir das ja immer noch im Nachhinein bei YouTube an. Auch mit Zakor hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und mit seiner strategischen Beraterin im Hintergrund. Und auch da möchte ich mich nochmal bedanken an euch beide. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden zu kommentieren. Es war wirklich, wirklich schön. Hat eine gute Dynamik entwickelt. Genau. Würde ich gerne weiter in Zukunft so machen, wenn wir wieder neue Events eventuell haben. Auch vielen Dank an die Zuschauer für die hilfreichen Kommentare, sei es Lob oder konstruktive Kritik, hat uns sehr weitergeholfen. Auch vielen Dank an euch und vielen Dank für das Interesse. In diesem Sinne, haltet euch wacker, schaut beim nächsten Mal wieder rein, es kommt ein nächstes Mal und wir sehen uns wieder, keine Frage. Bis dahin, bleibt strategisch, liebe Freunde.